Schon die preisrichterliche Arbeit war für mich eine recht aufwühlende Episode. Obwohl das preisgekrönte Projekt schon früh seine äußerst eigenen Qualitäten offenbarte, habe ich mich dennoch erst an die subtile grafische Darstellung gewöhnen müssen. Wie so oft geht einer echten Zuneigung zuallererst eine mehr oder weniger unterbewusste Ablehnung voraus. Diese kontradiktorische Reaktion kann man mit einem Gefühl, stark aus angesprochen zu werden, umschreiben. Ich will damit sagen, dass es in Anführungszeichen mit einem Gefühl stark angesprochen zu werden. Fürwahr, Förderers Neubau mit dem darin eingegliederten Kunstwerken spricht uns stark an. Und wir müssen uns, ob wir wollen oder nicht, mit dem Dargebotenen auseinandersetzen. Nur Empfindungsarme können unberührt daran vorbeigehen. Das ist gut so. Denn wir reifen nur dann zu hören, wenn wir uns überwinden und den Entschluss aufbringen, Gestriges abzustreifen. Indifferente oder allzu gefällige Tolerierung wäre weniger. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mögen der Hochschule immer wieder Männer aus Politik und Wirtschaft ratend und helfend zur Seite stehen, möge aber auch die Dozentenschaft in den neuen Räumen dieselbe freudige Tatkraft entfalten wie in der alten Behausung zum Wohle der akademischen Jugend, zur Nutz und Frommen der beiden Träger der Hochschule von Stadt und Kanton St. Gallen und zur Förderung einer von schöpferischem Geist und sozialer Gerechtigkeit erfüllten schweizerischen Wirtschaft. Ich habe gesprochen. Die Gestalt, die St. Gallen seiner neuen Hochschule gegeben hat und die heute rühmlich hervorgehoben worden ist, der Raum, den hier an dieser Stätte freies schöpferisches Schaffen gefunden hat, diese Tatsache erscheint uns als ein glückliches Zeichen dafür, dass der Sinn für höchste Wertordnungen an dieser Stätte des Geistes lebendig ist und lebendig sein wird. So ist denn mein Wunsch an diesem frohen Tage, es möchten dieser hohen Schule, wie allen höchsten Schulen unseres Landes, nie die Menschen fehlen, die über die selbstverständliche Meisterung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben hinaus um höhere Forderungen wissen und gewillt sind, diese höheren Forderungen nach Kräften zu erfüllen. Die Aufgabe nämlich, den Kommenden, die ihnen anvertraut sind als Schüler, zur inneren Freiheit vor dem immer mächtiger werdenden Zwang einer wissenschaftlichen Praxis zu helfen. Möge dieser Geist in diesem neuen und vor Zukunft freudigen Lebensraum kraftvoll zur Wirkung kommen. So darf und kann höchstes Wissen zur Ehrfurcht vor dem Leben, zur Verantwortung vor dem göttlichen Baumeister der Schöpfung führen. Als Taufpate gebe ich daher der Hoffnung und dem Wunsche Ausdruck, es möchten die Dozenten und Studenten unserer neuen Hochschule auch in Zukunft nicht nur ihr Wissen mehren, die Wahrheit ergründen, sondern in stillen Stunden bedenken, dass die Tiefe der Weisheit uns an das Walten des Schöpfergeistes erinnert. Beschaulich ahnend werden wir dann bekennen, was Kepler, einer der erfolgreichsten und bedeutendsten Naturforscher der Neuzeit, ausgesprochen hat. Gott, du Schöpfer der Welt, unser aller ewiger Herrscher,
Wer vermag deine Macht dem Erdkreis würdig zu künden? In diesem Geiste, verehrte Festversammlung, übergebe ich nun, darf ich bitten, diesem Geiste möchte ich nun Ihnen, hochverehrter Herr Stattermann, dem Präsidenten des Hochschulrates, diesen Schlüssel zu treuen Handen übergeben. Sehr verehrter Herr Nationalratspräsident, Herr Landammann des Standes St. Gallen, Herr Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Herr Rektor der Hochschule St. Gallen, hochansehnliche Versammlungen. Der Bundesrat teilt Ihre Freude über die vorzüglich gelungenen Neubauten und begrüßt es mit Ihnen, dass die Hochschule für Wirtschaft und Sozialwissenschaften nunmehr über zweckmäßige Räume für ihre Lehr- und Forschungsarbeit verfügt. Meiner besonderen Genugtuung möchte ich Ausdruck verleihen über die glückliche architektonische Gestaltung im Rahmen der schönen St. Galler Landschaft und über die höchst anerkennenswerten und erfolgreichen Bemühungen um die künstlerische Ausschmückung durch Werke hervorragender Maler und Bildhauer. Kanton und Stadt St. Gallen haben mit Hilfe privater Kreise durch die Erstellung der Hörsäle, der Aula, der Bibliothek und so weiter den Bedürfnissen der kommenden Jahre Rechnung getragen. Dies überrascht nicht, da zu den Arbeitsgebieten Ihrer Hochschule die wirtschaftliche und die soziale Prognose gehört. Die in die Zukunft weisenden Kunstwerke schaffen im Gebäude die günstige Atmosphäre für eine moderne, dynamische, den Zeitproblemen aufgeschlossene Wissenschaft. Möge es Ihrer Hochschule gegeben werden, wichtige Beiträge zu leisten an die Lösung der wirtschaftlichen und der sozialen Probleme unserer schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich gebe auch der Hoffnung Ausdruck, dass der Geist des Humanismus in den neuen Räumen herrschen und vom Rosenberg in St. Gallen ausstrahlen wird, überall hin, wo Absolventen der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften arbeiten, leben und forschen. Der Bau ist insofern der Idee des Funktionalismus verpflichtet, als er die für die einzelnen Teilaufgaben bestimmten Räume als besondere Baukörper in Erscheinung treten lässt. Die Architekten sind aber noch einen Schritt weiter nach vorn gegangen, indem sie versuchten, die Gebäude zu einem plastischen Gesamtkunstwerk zu gestalten und dessen Ausdruckskraft an besonders ausgewählten Orten durch Kunstwerke zu steigern. Aber zugleich entsprechen diese Bauten, obwohl in ihnen der Fortschritt lebendig zum Ausdruck kommt, auch den eben erwähnten Grundbedürfnissen der menschlichen Natur. Durch den quadratischen Grundriss des Hauptgebäudes, die große Halle mit der zentral gelegenen Teebar und mit den Aufenthaltsnischen, durch das in die Gesamtanlage eingegliederte Studentenheim und die großen Terrassen und Wandelwege begünstigen sie die Gemeinschaftsbildung unter den Studierenden und zwischen den Studenten und den Dozenten. Sodann wird durch die verschiedenen Terrassen die schöne Parklandschaft mit dem alten Baumbestand erschlossen und damit den Studierenden beim Zu- und Weggang und in den Pausen eine lebendige Beziehung zur Natur ermöglicht. Auch die verschiedenen Anlagen der Studierenden können sich in dieser kleinen Sitte universitär entfalten. Neben den Räumen für Lehre und Forschung wurden ein paritätischer Andachtsraum, ein Aufenthaltsraum im Studentenheim sowie eine Sporthalle und ein Spielplatz geschaffen. Auch die Kunstwerke bringen in den Studierenden andere Seiten zum Klingen als Wissenschaft und Studium. Möge das, was mit diesem Bau dank dem einträchtigen Zusammenwirken von Kanton, Stadt und Wirtschaft geschaffen werden konnte, zugleich für die Hochschule eine Verpflichtung sein.
Möge sie auch in Zukunft den Fortschritt der Wissenschaft fördern und damit zugleich den grundlegenden Bedürfnissen der menschlichen Natur ihr Recht werden lassen. Hochverehrte Festversammlung, nichts könnte unsere Stimmung an diesem festlichen Tage, da wir die neuen Gebäude unserer Hochschule einweihen, besser beschreiben als die von Beethoven so großartig vertonte Ode an die Freude, deren treffliche Aufführung wir gestern Abend hier erleben durften. Freude, ungeteilte Freude empfinden wir und Dankbarkeit. Freude vor allem darüber, dass ein so großartiges architektonisches Meisterwerk erstanden ist. Ich möchte den Behörden von Stadt und Kanton St. Gallen, den Spendern aus der Wirtschaft und dem Hochschulrat, vor allem aber auch den Architekten, den herzlichsten Dank der Studentenschaft aussprechen. Möge auch der Fackelzug von heute Abend von all jenen, die sich um den Neubau Verdienste erworben haben, die wir aber an dieser Stelle nicht einzeln aufzählen können, aufgefasst werden als der aufrichtige, tief empfundene Dank der mit einem so reichen Geschenk bedachten Studenten. Und nun übergebe ich mein Amt Ihnen, Herr Kollege Kaufmann. Sie übernehmen es, getragen vom Vertrauen der Dozentenschaft, des Hochschulrates und der Behörden von Kanton und Stadt. Ihr Weitblick, Ihr Ethos, Ihr Sinn für das Wesen der Hochschule werden es Ihnen erleichtern, die Aufgaben zu meistern, vor die Sie sich in Ihrem Rektorat gestellt sehen werden. Möge das Amt des Rektors Ihnen viel Freude und wenig Sorgen bereiten. Möge es aber auch durch die Entfaltung von Anlagen, welche der Beruf des akademischen Lehrers und Forschers nicht voll zur Geltung bringen kann, eine Bereicherung Ihres Lebens sein. Ich übergebe Ihnen mit der Rektoratskette das Amt des Rektors. Ich nehme das Steuer in die Hand. Helfen Sie mir, meine Kollegen, das Steuer auf Kurs zu halten, auch wenn das Wetter böig wird und Blitze das Schiff umzucken. So darf ich den Ihnen, hochverehrter Herr Rektor, im Namen der drei Trägerschaften und weitester Kreise der Öffentlichkeit den allerherzlichsten Dank aussprechen für Ihre hingebungsvolles Wirken für unsere Hochschule, für unsere Stadt und für den Kanton St. Gallen. Sie dürfen heute das Rektorat niederlegen mit der Gewissheit, Maßgebliches im Dienste der Öffentlichkeit geleistet zu haben.